Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, wie versprochen, zeige ich euch nun auch mal Band 2 von der Mila Superstar Luxury Edition. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass man irgendwie wenig davon gehört hat bis jetzt, wie die Verkaufszahlen so sind. Oder habt ihr da irgendwas gehört oder mitgekriegt? Weil wir waren natürlich erst alle super mega gespannt, ob ein derartig alter Klassiker noch auf dem heutigen Manga-Markt in Deutschland bestehen kann. Und ja, und jetzt ist es irgendwie schade, dass von Egmont bisher noch so gar kein Statement kam, gar keine Rückmeldung. Und man im Endeffekt jetzt gar nicht weiß, wie sehr sich das Ganze jetzt gelohnt hat schlussendlich für den Verlag. Ja, also KSM hat auf jeden Fall diesen Manga-Release zum Anlass genommen. Hier seht ihr es auch schon durch einen Aufkleber. Den Anime zum Manga erstmals als Blu-ray herauszubringen, also wirklich auch HD Remastered. Was sie eigentlich schon mal vorgehabt haben, aber dann irgendwie doch nicht umgesetzt haben. Und jetzt, als dann eben die Manga-Ankündigung kam von Egmont, haben sie gesagt, gut, dieses Mal machen wir es wirklich. Und ja, gerade bei so einer alten Serie lohnt sich das ja wirklich auch, da die Folgen auf den DVDs in einem entsetzlichen Zustand sind teilweise. Also wirklich ein Gekrissel. Da waren auch Folgen dabei, die wirkten wie ausgebleicht. Also da fehlte so komplett die Farbe des Ganzen. Es hatte alles so einen komischen Blaustich. Und ja, jetzt habe ich mal wieder die Schere vergessen, merke ich gerade. Ach nee, stimmt gar nicht, die lag ja direkt hier. Nicht ganz griffbereit, aber ich musste jetzt auch nicht lange danach suchen. Ja, was jetzt auch ein bisschen blöd ist tatsächlich, dass auch bei Mila nun zu einer Preiserhöhung gekommen ist. Hier bei dem Band noch nicht, aber ich glaube, die hinteren Bände kosten dann 28 Euro. Stimmt das? Oder nur der letzte Band? Aber ich meine Band 3 und Band 4. Naja, müsste ich auch nochmal entsprechend überprüfen. Ich glaube, ich hatte den bei Thalia bestellt. Nee, der kam jetzt von Egmont, ne? Also ich habe jetzt in letzter Zeit auch häufiger mal Egmont, also EMA-Titel, über den Verlag vorbestellt, aus dem einfachen Grund, weil es mir so auf den Sack gegangen ist, dass man bei Amazon immer so ewig lange auf die EMA-Titel warten muss. Ich weiß auch nicht, warum das so ist und was da los ist, ob die so spät beliefert werden, und dann weißt du auch manchmal gar nicht, bekomme ich es überhaupt noch, also wirklich immer mindestens 2 Wochen später erst nach Release, wo es schon jeder andere hat, und ja, und dadurch einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Und es gibt ja im Egmont-Shop auch so tolle Goodies, wie eben dieses Mila Superstar Riesenposter, was ihr da im Hintergrund sehen könnt. Wenn man eben einen bestimmten Mindestbestellwert hat. Aktuell gibt es zum Beispiel auch einen Sticker von Detektiv Conan bei einem Mindestbestellwert von 30 Euro. Also sollte man sich nicht entgehen lassen und deswegen gelegentlich mal in den Egmont Shop reinschauen und da bestellen. Und ja. Und deswegen bestelle ich in letzter Zeit halt alles bei EMA über den Egmont Shop eben vor. Hab da jetzt auch schon Detektiv Conan Band 100 vorbestellt. Und die ganzen Yaiba-Manga-Bände, die ja demnächst kommen, was ja auch vom Zeichner von Detektiv Conan ist. Den nächsten Band von Zero's Tea Time. Die restlichen Sailor Moon Eternal Edition Bände. Alles, was von Mila noch kommt. Und das Detektiv Conan Artbook. Warte mal, hab ich das? Ich glaube, ich habe auch das Detektiv Conan Artbook vorbestellt. Ach, und Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Natürlich, die Bände, die da noch kommen. Also ja, deswegen habe ich eben auch die Mila-Poster im Hintergrund, weil ich so großzügig vorbestellt habe. Und das Coole war, statt dass die Extras dann erst den Bestellungen beilagen, also weil es alles Vorbestellungen gewesen sind, war es so, dass tatsächlich die Extras zuerst geschickt wurden, also direkt danach, nach meiner Bestellung, und die Bände halt dann erst so nach und nach. Also das fand ich richtig cool. Ja, ihr seht, dass hier glänzt, die Mila glänzt, der Rest ist matt. Ja gut, außer das Logo natürlich auch. Hier
wir die Fortsetzung des Rückenbildes. Das sieht hier ein bisschen angetitscht aus, ne? Ein bisschen ungedellt. Siehst du das? Mal gucken, wie das mit den Bänden aussieht. Das heißt, neben den anderen. Ich habe ja bisher nur den ersten. Ah, es ist halt Slice of Life-Titel. War Band 1 auch schon Slice of Life? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nach dem Spiel gegen die Sowjetunion könnte es für Mila kaum besser laufen, denn ihre Mannschaft bekommt nicht nur eine eigene Halle, Herr Hongo übergibt ihr auch die Leitung des Trainings. Unter ihrer Führung trainiert die Mannschaft härter als je zuvor. Doch dann bricht eines der Mädchen zusammen und das Team macht Mila dafür verantwortlich. Ist das das Ende ihrer Volleyball-Karriere? Die Manga-Vorlage zum Anime-Klassiker endlich in einer vierbändigen Luxusausgabe. Ja, auch diese Geschichte kenne ich natürlich, oder kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Anime noch. Und ja, ich werde es einfach so ein bisschen durchblättern, währenddessen ein bisschen über den geplanten, nee, was heißt geplant? Zum jetzigen Zeitpunkt ist die erste Blu-ray-Volume tatsächlich schon erhältlich von Mila Superstar. Ja, auch hier ist das Papier wieder extrem dünn. Was schade ist. Aber man sieht wirklich, dass der Manga nicht so weit entfernt ist vom Anime. So vom Stil her so. Auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht immer ein bisschen denkt. Ja, lästern wir mal so ein bisschen über das Blu-ray-Release, wo jetzt schon die erste Volume erschienen ist. Also, was ich halt mega kacke finde, ist, was sie auch bei Monster Rancher ja schon abgezogen haben, was ich ja auch bei Monster Rancher schon kritisiert habe in meinem Unboxing. Wir haben zwar dieses Mal auch die japanische Fassung mit drauf, also beziehungsweise den japanischen Ton zumindest, aber die Untertitel dazu sind einfach nur Dub-Titles. Also wer es nicht weiß, Dub-Titles sind Untertitel, die einfach 1:1 von der deutschen Synchro abgeschrieben worden sind, statt eben richtigen Subtitles, wo man halt den kompletten Anime nochmal komplett neu übersetzt und dann eben eine 1:1 Übersetzung des gesprochenen japanischen Dialogs als Untertitel verwendet. Das ist nämlich insofern relevant, dass es ja damals auch durchaus zu Übersetzungsfehlern kam, dadurch, dass die Serie ja erst aus dem Japanischen ins Italienische und dann vom Italienischen ins Deutsche übersetzt worden ist. Denn wie ihr wisst, hatten wir die, ich glaube, wir hatten das Master von Mila Superstar aus Italien. Da kann dann schon mal ein bisschen was in der Übersetzung verloren gehen. Und, ah, hier hat sie die Salto-Annahme eingeübt. Aber auch Dialogzensur natürlich, ja, also gerade im Fall von Monster Rancher, selbstverständlich gab es auch bei Monster Rancher Dialogzensur, auch wenn man hier offener über Töten gesprochen hat und es vielleicht nicht ganz so gravierend war wie bei Naruto, aber es gab trotzdem auch Dialogzensur. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man Untertitel hat, die direkt aus dem Japanischen übersetzt sind. Und dass man nicht einfach nur jemanden beschäftigt dafür, dass er den gesprochenen Dialog aller 73 Folgen abtippt, einfach nur. Auch im Fall von Mila, also die Ausrede von KSM ist, dass man das japanische Skript der Folgen, ob des Alters der Serie, nicht vorliegen hat oder nicht mehr bekommen konnte. So, nun frage ich mich allerdings, wie ist das bei Monster Rancher? Monster Rancher ist eine deutlich jüngere Anime-Serie. Irgendwie kann mir KSM das nicht erzählen, dass sie von keiner dieser Serien das Skript bekommen hat, wenn doch auch selbst Kasee es geschafft hat, Sailor Moon eben auf DVD herauszubringen mit neu übersetzten Untertiteln. Und das waren 200 Folgen, hier reden wir nur von 104 Folgen. Ja. Das ist ja gerade mal die Hälfte von dem, was Kasee da geleistet hat. Oha, nieder mit Fujimi, ihr seid Loser. Da los. Also das japanische Opening und Ending wird wohl beibehalten und das wird dann Untertitel bekommen, die dann tatsächlich auch Übersetzungen sind der Songtexte. So wie bei Monster Rancher eben auch. Bei Monster Rancher wären es sogar nur 73 Folgen gewesen, die man dann hätte übersetzen lassen müssen extra. Also auch das ist für mich jetzt absolut kein Vergleich zu Sailor Moon mit 200 Episoden. Und bei Detektiv Conan sind ja jetzt auch Blu-Rays geplant.
wohlgemerkt bei Kase, nicht bei KSM. Und für Kase ist das offensichtlich selbstverständlich, dass man dann auch wirklich die Serie nochmal komplett neu übersetzen lässt und eben richtige Untertitel macht und keine Dub-Titles. Also das haben sie schon angekündigt, dass bei Detective Conan die Untertitel nicht einfach nur eine abgetippte deutsche Synchro sein werden, sondern man halt wirklich die Serie nochmal komplett aus dem Japanischen übersetzen lässt, damit man eben wirklich adäquate Untertitel hat. Und kommt mir bitte nicht mit so blöden Ausreden wie, ja, aber was ist mit Hörgeschädigten und bliblablö. Also, wenn ich jetzt hörgeschädigt bin, will ich doch auch lieber originalgetreu wissen, was die da sagen, als eben, was sie da in der verfälschten deutschen Synchro eben sagen. Wo man ja auch oft darauf achten muss, dass eben der gesprochene Satz zu den Mundbewegungen passt und alleine dadurch dann schon vieles umgeändert werden muss, einfach, weil es nicht anders geht. Also deswegen sehe ich dieses Blu-ray-Release tatsächlich kritisch und bin jetzt nicht mehr so euphorisch wie noch am Anfang. Keine Ahnung, ich denke mal, ich werde es mir trotzdem kaufen, weil es geht mir im Endeffekt darum, die deutsche Fassung nochmal in besserer Qualität gucken zu können. Des Animes dann eben parallel zum Manga lesen. Im Manga habe ich ja dann sozusagen mein originalgetreues Skript. Aber ärgern tut es mich trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, dass man das bei KSM immer macht. Also, warum kriegt Kase das geschissen und warum macht KSM immer dieselbe Scheiße und lernt nicht daraus, dass er halt auch immer wieder kritisiert wird, natürlich berechtigterweise, wirklich berechtigterweise von den Fans, dass man nur Dub-Titles auf den japanischen Ton drauf macht. Statt eben nochmal neu das Ganze übersetzen zu lassen. Und ganz ehrlich, mir wäre scheißegal, wer das macht. Wegen mir können sie gerne es auch machen wie Red Planet damals, bei dem Inuyasha-Release und einem Fanprojekt die Übersetzung dieser Untertitel übernehmen lassen. Also die können das wegen mir ja auch gerne outsourcen, wenn sie da keine Lust haben, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen für die Übersetzung. Gerade die Monster Rancher Box ist so unfassbar oft verschoben worden. Warum hat man es in all der Zeit nicht geschissen bekommen, diesen Anime nochmal komplett übersetzen zu lassen? Also deswegen, es finden sich bestimmt genug Leute, die das sogar freiwillig machen. Fangruppen gibt's immer und überall. Und ja, das wäre überhaupt kein Problem, also ganz ehrlich. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob Red Planet diese Inuyasha-Fangruppe, dieses Fanprojekt damals bezahlt hat oder ob die das alles wirklich unentgeltlich gemacht haben, weil ihnen die Serie so sehr am Herzen liegt. Ich kann es euch nicht sagen, vielleicht wisst ihr da mehr, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Also wirklich, das finde ich geht gar nicht. Guckt euch das mal an, wie sehr die nächste Seite hier durchscheint. Ist halt echt schlimm. Ach, finde ich halt blöd. Ganz ehrlich, sie hätten wirklich dickeres Papier nehmen sollen. Ich weiß, wir haben Papierknappheit und so weiter und so fort. Aber, also für mich hat das mit Luxury halt nicht viel zu tun. Außer, dass man eben Hardcover hat.